Ja, guten Morgen miteinander. Heute ist der 21. Juni 2021. Es ist ein ganz besonderer Moment heute. Ich erlebe heute sehr subtile Energien, die aus dem Kosmos hereinstrahlen und die von uns aufgegriffen werden sollten, um diese in die Welt zu bringen. Und diese Impulse bewirken, dass wir den destruktiven Dingen, die uns heute begegnet, etwas Gutes dazustellen können. Und wir können auf diese Art und Weise auch die Welt verändern, in erster Linie uns selber. Ich erlebe heute eine Stimmung, ja, hinter uns die aufsteigenden Nebel, wie so die Nebel von Avalon. Ganz klar und deutlich nach dem reinigenden Sturm von gestern Abend. Es ist wichtig, dass wir heute diese Impulse empfangen und auf den Boden bringen. Und dazu scheint mir es wichtig, rund um den Erdball eine Lichtaura aufzubauen, eine Christuslichtaura aufzubauen, eine Christuslichtschicht, damit die Impulse, wo von oben kommen, diese guten Impulse, auch wirklich nur die guten Impulse durchkommen. Und wenn irgendjemand versucht, irgendeinen anderen Impuls hereinzubringen, der eben mehr schattenhaft ist, der hat keine Chance, dies zu tun. Es wird abprallen oder sich transformieren. Und das ist das Geheimnis, das ist mir schon jetzt bewusst worden durch den 17. Juni auf dem Marienplatz. Und dieser heutige 21. Juni steht ja, sagen wir, 180 Grad gegenüber dem 21. Dezember 2020. Auch dort erlebte ich eine besondere kosmische Konstellation, die wir alle 6000 Jahre haben. Und heute genauso. Heute haben wir eine ganz besondere Konstellation. Und bitte, lasst nur zu, was ihr komplett selber durchdringen könnt und bringt das auch auf den Boden. Lauft niemandem hinterher, der irgendein Geschwurbel von sich gibt, wo man nicht weiß, wo er herkommt, wo er hingeht. Ihr wisst, von wem ich rede. Verlasst auf euch selber, euch auf euch selber, und ihr könnt Großartiges bewirke für euch selber und für das Karma von Deutschland. Karma ist das entscheidende Wort, dass wir die karmischen Dinge jetzt in Ordnung bringen, was uns und speziell uns Deutsche anbelangt. Wir haben eine Riesenchance, alles zum Guten zu wenden und das große Zurücksetzen abzuwenden. Es geht nicht gegen etwas, sondern ich stelle einfach das Wahrheitsschiff nebendran im Wettbewerb zu dem untergehenden Schiff. Und jeder darf sich überlegen, ob er auf das Wahrheitsschiff aufspringen möchte, wo auch der Herr der Liebe vorausgeht und er uns den Weg zeigt. Oder ob er auf dem alten Schiff bleiben möchte.